Hallo Leute, willkommen zurück zu Rayman Raving Rabbits. Wir befinden uns in einem neuen Tag von Rayman auf der Suche nach der Lösung, um hier rauszukommen. Ich zeige euch nochmal eben. Hier oben kommt er mit seinen Klostampfern hinaus in die Freiheit und natürlich möchte er auch heute einen neuen gewinnen, um hinaus zu gelangen. Wir schauen uns das gleich an. Heute möchte ich mal etwas ansprechen. Ich hatte im ersten Part mal erwähnt, dass ich euch die Kostüme auf jeden Fall zeigen werde. Habe mir jetzt aber überlegt, dass es natürlich interessanter wäre, wenn wir uns die Kostüme in Aktion anschauen. Das heißt, ich werde jetzt in den folgenden Parts mir jedes Mal ein neues Kostüm aussuchen, welches wir dann über den Tag tragen werden. Da gehe ich mal in den Kleiderschrank und schau mal, was uns dort erwartet. Denn in Aktion finde ich es dann noch ein bisschen besser, als sie nur in diesem Wandschrank zu sehen. Daher werden wir uns mal als allererstes den Gothic Rayman anziehen. Dazu gehe ich jeweils einmal nach rechts, um hier alles in Gothic Style zu bekommen, was für Kostüme da noch sind. Werden wir uns am Ende auf jeden Fall nochmal angucken. Und in den folgenden Parts werden wir jedes Mal ein neues Kostüm tragen. Diesmal ist es Gothic Rayman. Willkommen. Er sieht direkt gangstermäßig aus. Und da sind doch direkt die Chancen, um die Prüfung abzulegen, und zwar ziemlich gut. Besser bestellt. Und wir treten hinaus. Wir werden begleitet von unserem Freund, dem Wächter. Wir treten zurück. In die Arena. In die Gladiatoren-Arena. Willkommen zurück in der Arena. Er begleitet uns noch halb rein. Da sind die Hasen, die schon klatschen. Sie freuen sich fast schon, dass ich hier bin. Hier müsst ihr euch mal reinziehen. Da oben. I love Ray. Rayman. So, das heißt, seht ihr das? Das Plakat da oben mit I Herz Rayman. Ziemlich geiles Zeugs. Was sehen wir noch? Sehr geil. Auf jeden Fall freuen sie sich auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich nicht zum Spaß hier. Wir müssen weiterhin auch heute unsere Globox-Freunde retten. Und auf dem Grund werde ich natürlich versuchen, diese Minispiele alle zu gewinnen. Auch wenn ich nur 3 von 4 schaffen muss, um zum Endboss zu kommen. Ich habe mir überlegt, ich spreche vielleicht mal in diesem Part ein wenig erstmal über das tolle Outfit. Sieht ja richtig geil aus mit dem Totenschädel und seiner Sturmfrisur. Richtig genial. Ja, die Kostüme sind cool. Da werden wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen skurrilen Auftritt von Rayman in den folgenden Parts sehen. Aber ich habe überlegt, ich möchte in diesem Part ein wenig über die Fortsetzungen, die durch dieses erste Spin-off hier ermöglicht wurden über die Rabbits, sprechen. Das heißt, welche Spiele kamen nach Rayman Raving Rabbits 1 bis 3? Was gab es danach? Allerdings machen wir das erst nach diesem Minispiel. Hasen können keine Schafe scheren. Erziele mindestens 400 Punkte, indem du Schafe scherst. Ziele mit der Wii-Film auf die Schafe. Schütte das Nunchuck, um sie zu scheren. Und ich denke doch, da sind wir da ganz gut, oder? Ich schau mal, wie sich das äußern wird. Aber ich sehe es schon. Da läuft das Schaf. Mal schauen. Und natürlich den Hasen dürfen wir nicht scheren. Aber die wollen sich natürlich immer dazwischen drücken. Und wir bekommen höchstwahrscheinlich auch Minuspunkte, sobald wir dann... Boah, das Schaf war aber echt klein. Dafür ist die Wolle hier. Ich muss jetzt immer weiter den Nunchuck schütteln. Ich weiß jetzt auch gar nicht... Jetzt geht mir aus dem Weg hier. Das kann ja nicht angehen. Wächst die Schafwolle wieder nach? Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich ein Schaf komplett schäle. Aber 400 Punkte sollte ich... Ja, da gibt es Punkte. Da haben wir extra Punkte. Jetzt schäl das Schaf. Komm, scheren. Und nochmal ein bisschen Punkte. Wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich muss dieses Schaf da hinten noch scheren. Ah, ja, ja, ich lieg gut in der Zeit, zum Glück. Das kriegen wir aber noch hin, glaube ich, oder? Komm schon! Ja, die Hasen natürlich, immer im Weg, diese kleinen Rabauken hier.
540 geschafft und mit 400 hätten wir es gewonnen und somit sind wir Sieger dieses Minispiels. Das war ganz nett, doch, also diese Schüttelspiele, nenne ich sie mal, sind immer wieder lustig und immer wieder in einer tollen Aufmachung kommen sie daher. Das ist echt funny. So, ich möchte ja etwas über die Fortsetzung von dieser Serie sagen. Wie ihr mittlerweile ja wissen dürftet, war dieser Rayman Raving Rabbids Teil 1, den wir hier gerade spielen, der allererste seiner Art. Vorher gab es diese Hasen ja gar nicht. Rayman sollte dann in Part 2 der Reihe, also dem zweiten Teil, und auch nochmal den dritten Teil, mit den Hasen erneut in Minispielsammlungen eintreten. Das hat sich allerdings nach dem dritten Teil etwas geändert. Das schauen wir uns aber nach diesem Spiel an. Hasen mögen nicht, wenn man auf sie schießt. Ach, sag an. Hol 2500 Punkte, indem du die Hasen so oft wie möglich triffst. Je näher du deinen Kopf kommst, desto mehr Punkte erzielst du. Versetze der Fee-Fernbedienung einen schnellen Stoß, als wenn du ein Messer wirfst. Ziele mit der Wii-Fernbedienung auf den Punkt, den du treffen möchtest. Wenn du A drückst, kannst du schneller werfen. Und es geht auf in den Rummel. Wir müssen den Hasen abwerfen. Natürlich, wer hätte es nicht anders gedacht, mit Pömpeln. Allerdings muss ich gerade mal gucken, wie das funktioniert. Ah, okay, jetzt sehe ich's. Ich erkläre auch nochmal gerne für diejenigen, die jetzt nochmal wissen möchten, wie das denn funktioniert. Das ist recht einfach. Und zwar nehmt ihr die Wii-Fernbedienung in die Hand. Ihr braucht hierfür nur die Wii-Fernbedienung. Zielt dabei. Und dann mit einem kleinen Rück müsst ihr gerne nicht hart drücken oder hart schwenken. Einfach nach unten zielen, die Wii-Fernbedienung, und schon wird ein Pömpel losgelassen. Und ich hoffe, das reicht. Hey, sag an. Gewonnen! Sehr gut. Auch ein sehr funny Minispiel. Das hat mir doch gefallen. Ist auch sehr gut simultan spielbar, also gleichzeitig mit einem Freund könnt ihr in den Kampf gehen, fast, um Pömpel auf den Hasen abzuschießen. Sie wieder hier mit den Schirmen. Damit ist das zweite da hinten. Rayman, sie lieben mich. Da hinten ist eine Flagge von Rayman, yeah. Eine Flagge, ein Banner fast schon. Okay, wie ging's weiter mit der Rayman-Saga-Reihe? Spin-off, mittlerweile ja schon. Und zwar nach Teil 1 bis 3, Rayman Raving Rabbids, haben sich die Macher das Spiel Rabbids Go Home ausgedacht. Das ist ebenfalls für Wii erschienen. Was allerdings nicht mehr wirklich eine Minispielsammlung war. Das war ein bisschen interessant, da man dachte, ja, nach drei Teilen Minispielsammlung wird auch der vierte Teil mit den Hasen ein Minispielsammlung sein. War aber nicht so. Der vierte Teil war mehr Adventure. Ihr hattet Level, in denen ihr Aufgaben lösen musstet. Es war, und das, ja, in einem Einkaufswagen sind die Rabbids dann losgezogen, um eben ihre Mission abzuschließen. Aber das in verschiedenen Leveln. Und es war auch mehr Adventure. Was ich recht cool fand. Hoch hier, Boss-Level. Da kommt man da nicht rein. Aber, ich habe selbst nie gespielt. Vielleicht irgendwann mal. Allerdings hat es sich doch ordentlich von diesen Spielen hier unterschieden, was mich schon verwundert hat. Ich hätte gedacht, dass der vierte Teil ähnlich ist, aber da haben sie sich dann ein neues Konzept gewagt. Hasen haben ein Gespür für Musik. Wenn du den Chorsänger, die falsch singen, bis du 900 erreichst, zieh dir mit der Wii-Fernbedienung auf einen beliebigen Hasen, drücke A, um zu zoomen, und finde heraus, ob er falsch singt. Schütte das Nunchuck, um ihn stumm zu machen. Und ich sage euch, das Spiel, das ist wirklich richtig funny. Das geht ab. Ich zeige euch das jetzt mal. Achtung. Und zwar müssen wir den Chorsänger, den da, die Flasche da, müssen wir finden und peinigen. Und somit wird dann die Tonlage wieder gerettet, weil er falsch singt. Und die Hasen sind immer welche, die wirklich natürlich keine Schläge bekommen wollen. Und deswegen verpetzen sie auch gerne ihre Nachbarn. Und zeigen einem per Handzeichen an, was sagt er an? Der Linke. Wo denn der Hase ist, der falsch singt. Lustig, dass immer die Oberen falsch singen. Da ist er doch. Weil normalerweise die beste Taktik ist es, einen der mittleren Hasen hier zu fragen. Weil die ja am ehesten wissen, wer von dem Nachbarn, der da oben,
eventuell falsch singen würde. Das Spiel ist übrigens, sobald ihr einmal falsch schlagt, vorbei. Aber machbar ist es auf jeden Fall. Wer singt denn hier? Der da. Ich hoffe, ich schaffe das noch in der Zeit, weil es ist doch... Ich sehe es nicht so schnell. Ich muss das hier auf die Hasen achten. Warte mal, singst du falsch? Ich höre doch raus, dass hier... Der da. Total Flasche hier. Das geht mal ja nicht klar. Wollt ihr wohl richtig singen? Und... Ja, ja, das sehe ich genau. Du hier, du kriegst direkt deine Reihen. Hier wird nicht falsch gesungen. Ah ja. Du bist der Vertreter der Gattung. Ich bin total neben dem Takt. Okay, gut, dass ich das weiß. Bekommt da direkt mal eine Abreibung. Beinahe den Falschen geschlagen. Wie gesagt, dann ist das Spiel so bald, sofort zu Ende. Und er bekommt gar keine weiteren Punkte. Ja, das war ganz... Ja, hier die Mittleren, die wissen natürlich immer am meisten Bescheid. Das sind so die Insider unter den Hasen hier. Ja, ja, der Äußere. Und den kriegen wir auch nochmal. Ja, und der Obere. Einmal letztes. Ja, das war's. Ach, locker, sage ich euch. Locker. Wir haben den Chor gerettet. Mit ein bisschen Beihilfe, würde ich mal sagen. Und Rayman tritt wieder hervor. Er hat es geschafft. Das Boss-Level ist bereits offen oder beziehungsweise öffnet sich in diesem Moment. Allerdings steht natürlich auch das Rhythmusspiel auch heute wieder an. Deswegen werden wir das auf jeden Fall machen. Wir werden das uns jetzt anschauen. Mal schauen, welches Lied das ist. Ich bin ja wahnsinnig gespannt, was das wird. Weil ich habe die Befürchtung, es wird jetzt langsam wirklich schwierig. Hier wieder der Gangster hier. Gothic. Oder Gothic. Möchte ich was sagen zu dem Teil, den Teil 4 haben wir jetzt behandelt. Das war Rabbids Go Home. Jetzt möchte ich was zu Teil 5 sagen, nämlich Raving Rabbids, da ist der Name schon wieder drin. Die verrückte Zeitreise. Das war der fünfte Ableger der Reihe, der Spin-Off-Reihe. Und da sind sie ein bisschen wieder zurück zu den Multiplayer gegangen. Sie hatten also wieder eine Minispielsammlung. Diesmal mit verschiedenen historischen Ereignissen, wo sie dann die Rabbids wieder in ordentlich Multiplayer-Partien mit Minispielen geschickt haben. Was doch eine echt gute Sache war, wo sie dann mit Teil 4, mit dem Adventure ein bisschen was aus, einen Ausreißer drin hatten. Wir müssen wieder 57 Punkte erreichen hier bei dem Minispiel. Und wenn die Hasen auf das Podest kommen, rechts und links, muss ich jeweils die Wii-Familien und das Nunchuck schütteln. Wii-Familien rechts, Nunchuck links. Und los geht es. Und das fand ich doch recht cool, dass die dann doch gesagt haben, ja, dass Rabbids läuft so gut, die Minispielsammlung, und dennoch wollen wir mal was Neues machen. Aber haben eben dann mit Teil 5, haben sie später dann auch wieder zurückgefunden zu alten Arten, indem sie eben die Minispiel-Multiplayer-Features wieder reingenommen haben. Der vierte Teil war ja eben Rabbids Go Home, ein purer Singleplayer-Spiel. Aber dann eben Teil 5, verrückte Zeitreise, wieder eine Minispielsammlung. Die natürlich nicht in der Sammlung hier, also in dieser Box drin ist, die hier als CD drin liegt, wo die ersten drei Teile drin sind. Das wäre ein bisschen krass, 5 Rabbids Spiel auf einer CD. Da wird dann Fernseher kollabieren bei diesen Hasen hier. Okay. Mal gucken, dass ich den Rhythmus halte. Es geht noch. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber vielleicht drehen sie ja noch auf. Keinesfalls sicher wiegen, denn man kann ganz schnell Fehler machen bei diesem Rhythmusspiel. So. Wie ging es dann weiter mit der Rabbids... Boah, das war schnell. Mit dem Rabbids Franchise, kann man es schon fast jetzt nennen. Mittlerweile ja über 5 Teile. Die kamen gleichzeitig, verdammt. Jetzt spürt der Rhythmus! Seit 1 mit der Musik. Okay. Jetzt. Gern geschehen. Diese Punkte nehme ich doch gerne. Jetzt muss ich mich gerade echt konzentrieren auf diesen Rhythmus, weil der doch wirklich Konzentration verlangt. Aber wir haben es ja prinzipiell schon geschafft. Aber ich möchte natürlich die bestmögliche Punktzahl haben. Das ist doch klar. Machen wir also gleich. Erstmal hier die Punkte holen. Ist ja wichtig. 1000 Punkte haben wir bereits. Jawohl, 1100.
So. Kommt, hey Hasen, kommt dir. Hätte bei Schnitze gesagt. Stimmt ja kein bisschen. Wie komme ich denn da drauf? Na gut. Das war's. Die Hasen bedanken sich, sie tanzen alle. Ich habe wirklich keinen Fehler gemacht, fast. Und damit auch eine richtig gute Punktzahl bekommen. Gewonnen. Und damit haben wir alle 4 Minispiele des heutigen Tages geschafft. Und Raymond tritt wieder hervor. Und natürlich bekommen wir auch heute wieder einen neuen Preis dafür, dass wir alle 4 Minispiele geschafft haben. So, wo bleibt's denn das Preis? Der neue Preis, den ich heute bekomme. Hier! Du hast ein neues Lied gewonnen. Findest du uns in der Musikbox in deiner Zelle? Wir tanzen, wir updancen, der Gothic. Rayman, genial. Und seine Augen so fast zu. Sehr geil. Okay, wir gehen in das neue Endboss-Level. Und schauen mal an, was das ist. Ich weiß es gar nicht. Es könnte sein. Hasen können nur nach unten fliegen. Passiere alle Ringe in weniger als 1,40. Die Pfeile oben rechts zeigen, wo sich der nächste Ring befindet. Dreh wie nach links oder rechts, wie ein Schlüssel, um zu lenken. Drücke nach vorne, um zu beschleunigen. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es noch eine dritte Art von Boss-Level gibt, aber das ist hier scheinbar so. Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber cool. Dass es das noch gibt. Rayman muss leider nach unten fliegen. Oh, tschüss. mit so einer Art Swimmingpool fast schon. Okay, also noch ein bisschen was. Ich muss jetzt, wie gesagt, drehen und durch die Ringe schleunigen. Ich kann auch beschleunigen, aber erstmal möchte ich hier überhaupt heil durchkommen. Mal ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen was noch zu den Nachfolgern sage. Wie gesagt, der 5. Teil war ja dann wieder eine Minispielsammlung. Ich darf keinen Ring verpassen. Da ist der Ring. Und dann kam... Dann war praktisch schon fast die... Ja, den brauche ich aber. Ach, ja, jetzt haben sie ihn mir abgezogen, egal. Dann kam schon fast die Wii U-Ära, wo man dann sagen kann, ja, die Wii-Ära mit ganzen 5 Teilen, gut versorgt, würde ich mal sagen, war zu Ende. Und die Wii U-Ära kam. Natürlich haben jetzt bekomme ich wieder das abgezogen. Hey, noch was. Komm. Ich hoffe, ich schaffe das überhaupt noch. So viele Ringe verpasst, ich darf das wahrscheinlich nochmal machen. Dann kam die Wii U-Ära mit dem Spiel als Launch-Titel mal wieder. Ist interessant, weil dieses Spiel ja ebenfalls ein Launch-Titel der Wii war. Kam dann als Launch-Titel für die Wii U ebenfalls ein Rabbids-Spiel, nämlich Rabbids Land nannte sich das. War ebenfalls ein Partyspiel, ebenfalls eine Minispielsammlung. Ich weiß gar nicht, ob ich es geschafft habe. Oh doch, haben wir geschafft. Sehr gut. Ja, war ebenfalls eine Minispielsammlung. Die dann natürlich als Features für die Gamepad eingebaut hat, weil das eben die neue Innovation von der Wii U war und ist. Und deswegen eben das Gamepad dann versucht wurde, dieses innovativ einzusetzen. Das war dann der Fortlauf der Rayman-Geschichte. Du hast einen Klostampfer gewonnen. Verwende ihn mit Bedacht. Machen wir. Also insgesamt mittlerweile richtig viele Raving Rabbids Teile erschienen. Allerdings muss man sagen, ja, dass Rayman mir später die Hasen verlassen hat ab dem 4. Teil. Da sind nämlich dann nur noch die Rabbids, die Stars des Spiels. Aber ich denke, für heute soll es das gewesen sein. Und Gothic Rayman sieht immer noch stark aus. Morgen werden wir natürlich einen anderen, am nächsten Tag einen anderen Outfit Rayman begutachten. Und wir werden mal schauen, was es noch für Kostüme gibt. Seid wieder dabei. Wäre schön, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und lasst mir einen Kommentar da. Und dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Part. Euer Playmaden und ciao.